Sehr geherrte Damen und Herren, wir freuen uns sehr, dass wir heute unseren Gast hier begrüßen dürfen, den Vizepremier von der Republik Nordmazedonien für europäische Angelegenheiten. Bitte, Frau Ministerin, um Ihr Statement. Dear Deputy Prime Minister, dear Nicola, welcome again to Vienna, welcome in the Chancellery. I'm very happy being able welcoming you in good health here in Vienna. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich schätze den engen Austausch mit Nordmazedonien sehr und bereits im letzten Jahr konnte ich den Außenminister Osmani treffen. Ich habe den Umweltminister Noredini getroffen und auch der Vizepremierminister Nikola Dimitrov und ich haben einander so oft virtuell gesehen, dass es zwar heute das erste physische Treffen war, aber dass es gewirkt hat, als wären wir schon lang im engen Kontakt und es fühlt sich an wie eine Freundschaft. Vielen herzlichen Dank dafür. Ich freue mich auch besonders, Ihnen sagen zu dürfen, dass wir einen intensiven Austausch auch der Beziehungen pflegen. Der Innenminister wird noch dieses Monat Ende April nach Nordmazedonien reisen. Ich plane eine Reise Anfang Mai nach Nordmazedonien und auch nach Albanien. Und es ist jetzt aus österreichischer Sicht ganz wichtig, konkrete und glaubwürdige Fortschritte auch in der Region zu erzielen. Es geht darum, dass wir die Region des Westbalkans, insbesondere Nordmazedonien, auch dabei unterstützen wollen, den Weg in die Europäische Union zu gehen, tatsächlich jetzt ernsthafte, glaubwürdige Schritte zu setzen, damit hier Fortschritte gemacht werden. Warum? Neben dem Umstand, dass Europa und Außenpolitik in Österreich einen wesentlichen Schwerpunkt auf den Westbalkan hat, ist es auch so, dass für Österreich der Westbalkan eine Chancenregion ist. Es verbinden uns historische Wurzeln. Wir haben hier wirtschaftliche Möglichkeiten. Der Westbalkan, insbesondere Nordmazedonien, ist auch ein Sicherheitsknotenpunkt und deshalb setzen wir hier auch ganz stark auf diese Region und wollen auch alles weiterhin tun, um in der Europäischen Union hier die Dinge voranzutreiben. Der Westbalkan ist aber auch ein enger Partner für uns, wenn es darum geht, Covid-19 zu bekämpfen. Wir wissen, dieses Virus kennt keine Grenzen. Dieses Virus verbreitet sich in allen Regionen Europas, auch auf dem Westbalkan. Und Österreich ist auch hier im Lead, wenn es darum geht, die COVAX-Fazilität voranzutreiben. Und ich weiß, es gibt auch noch ein Treffen mit dem Außenminister Alexander Schallenberg, der hier auch entsprechende Schritte setzt. Darüber hinaus ist die wirtschaftliche Zusammenarbeit wichtig. Unsere Unternehmen vor Ort bringen natürlich nicht nur in die Region, sondern auch zurück entsprechende Wertschöpfung. Und das ist wesentlich. Lassen Sie mich aber auch den Punkt der Migration ansprechen. Nordmazedonien war und ist wichtiger Partner in dem Bereich. Wenn wir illegale Migration stoppen wollen, dann müssen wir eng kooperieren. Dann setzen wir ganz stark auf die Zusammenarbeit mit Nordmazedonien, einem Land, das natürlich ein Nachbarstaat auch von Griechenland ist. Und im Moment wissen wir, dass die Westbalkanroute wieder die Hauptroute von illegaler Migration war. Lassen Sie mich nur eine Zahl nennen. Im Jahr 2020 kamen mehr als 41.000 Migrantinnen nach Nordmazedonien. Es gibt viele gemeinsame Interessen. Es gibt gemeinsame Wurzeln. Und daher möchte ich heute auch ganz klar sein, wir appellieren an den portugiesischen Vorsitz, rasch die Finalisierung des Verhandlungsrahmens für die erste Beitrittskonferenz abzuschließen. Weitere Verzögerungen würden wirklich alle Seiten als Verlierer dastehen lassen. Nordmazedonien ist ein vorbildlicher Kandidat, ein Kandidat als EU-Mitgliedsland, das wichtige Schritte unternommen hat. Welches Land ändert schon seinen Namen, um tatsächlich auch hier richtige Schritte in Richtung Europa zu setzen? Und ich sage Ihnen eines auch ganz offen, ich habe überhaupt kein Verständnis dafür, dass Bulgarien hier weiter blockiert. Unter deutschem Ratsvorsitz sind enorme Bemühungen und Anstrengungen unternommen worden, um diese Blockade auch zu lösen. Es ist nicht gelungen. Es steht aber weiter ganz oben auf der Agenda, auch im Rat Allgemeiner Angelegenheiten und bei den Außenministern, dass diese Blockade gelöst wird. Und ich sage es noch einmal ganz deutlich. Ich appelliere, nein, ich fordere Bulgarien auf, diesen Widerstand jetzt aufzugeben. Wir haben angeboten, auch ich persönlich habe das angeboten, Wien als neutralen Boden für Gespräche, die auch hier vermitteln sollen, zu nutzen. Das ist bisher nicht angenommen worden. Aber ich möchte auch hier ganz deutlich sagen,
Es entsteht ein Vakuum, wenn wir nicht endlich glaubwürdig diese Beitrittsperspektive in Taten umwandeln. Und dieses Vakuum wird ganz sicher gefüllt werden von Staaten, die einen Einfluss ausüben wollen auf diesem Gebiet, von China, von Russland. Und wir wollen hier genau das Gegenteil erreichen. Wir wollen hier den Westbalkan, insbesondere Nordmazedonien, auch einbeziehen in die Überlegungen zur Zukunftskonferenz, die nun endlich starten kann. Sie wissen, ich habe hier von Anfang an, auch schon vor der Pandemie, dafür plädiert, dass diese Zukunftskonferenz rasch startet. Sie wird jetzt mit einem Jahr Verzögerung auf internationaler Ebene, auf europäischer Ebene starten. Das ist gut so. Und mittlerweile ist es schon fast eine Selbstverständlichkeit, dass die Länder des Westbalkans sich hier beteiligen. Das ist wesentlich, denn der Westbalkan gehört zu Europa. Solange die Länder des Westbalkans nicht auch Mitglieder der Europäischen Union sind, das ist natürlich eine in die Zukunft gerichtete Vision, wird die Europäische Union nicht komplett sein. Beenden wir das Märchen vom Beitritt der Türkei zur Europäischen Union und setzen wir unsere Aktivitäten im Westbalkan entsprechend ein. Setzen wir unsere Energie dahin, dass wir die Erfolgsgeschichte der Integration weiter fortschreiben können mit den Staaten des Westbalkans, mit Nordmazedonien. Vielen herzlichen Dank für die intensive und gute Zusammenarbeit. Herzlichen Dank. Herr Vizepremier. Gospodine Premier. Dear Caroline, thank you so much for this really warm welcome. I very much appreciate this opportunity. Under the circumstances, it's a bit sad to see the great city of Vienna like this, and I really hope that as soon as possible we will see the something that the whole world knows, a Vienna full of people, very cheerful and creative. But I think it's everywhere. We suffer under COVID and we rarely meet in person, so special appreciation. I'm going to continue in the Macedonian language. I think this is the protocol. Ich werde mich bemühen, kurz zu halten. Wir hatten ein offenes und sehr konstruktives Gespräch mit meiner lieben Gastgeberin. Wir bedanken uns für das Interesse und die Aufmerksamkeit und die Unterstützung Österreichs gegenüber Nordmazedonien und auch den ganzen Westbalkan. Diese Unterstützung gibt uns viel Kraft und Ausdauer in den Bemühungen auf unserem Weg voran, um Europa zu vollenden, komplett zu machen. Wenn der Balkan europäisch wird und Teil der EU, die Karte Europas wird nicht größer sein. Alle um uns herum sind EU-Mitgliedstaaten. Deshalb anstatt Erweiterung sage ich die Komplettierung Europas. Wir haben vieles Gemeinsames mit Österreich, viele politische und wirtschaftliche Gemeinsamkeiten und Zusammenarbeit und Interesse. Wir haben eine gute Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Sicherheit. Das hat sich bewährt während der Migrantenkrise und auch andere Sicherheitsherausforderungen. Deshalb sind wir dankbar für die laute, prinzipielle und freundliche Unterstützung Wiens, Österreichs, für unser Land und auch den ganzen Westbalkan. Ich bedanke mich auch für die Unterstützung während der großen Herausforderungen mit Covid-19 auf der Grundlage der Solidarität als europäischer Wert der Vereinigung. Ein weiser Mann schrieb, dass die Menschheit das Virus besiegen wird, wenn die Schnelligkeit der Zusammenarbeit, der Solidarität und das Teilen der Informationen, des Wissens und die Hilfeleistung größer wird als die Schnelligkeit, mit der sich das Virus verbreitet. Das wird also nicht geschehen, wenn nur ein Staat aus der Welt das Virus noch bei sich hat. Unser Weg
in die EU ist besonders dornenreich. Unser gemeinsamer Freund und Ihr Kollege, mit dem ich mich später treffen werde, Herr Schallenberg, sagte einmal in Skopje während einer Pressekonferenz, das ist wie Tour de France. Es gibt viele Etappen. Der Weg ist lang, aber es sollte keine Dilemmata geben am Anfang des Wettrennens. Deshalb, heute waren wir uns einig mit Caroline, dass der Marathonstart nach europäischen Standards und Grundsätzen nicht mehr verzögert werden soll. Während der zwei Jahrzehnten Stabilisierung Assoziierungsprozesses und 16 Jahren Kandidatenstatus, glaube ich, dass es in der Tat Zeit ist, die Beitrittsverhandlungen aufzunehmen, den Prozess zu starten. Wir haben viel getan, aber das grüne Licht vom letzten Jahr wurde zu Blinklicht mit der letzten neuesten Herausforderung mit unserem östlichen Nachbarn. Für die mazedonischen Bürger, für unsere Bürger und auch des ganzen Westbalkans wird es sehr wichtig, um die Worte des Rates wahrzunehmen und als wahrhaftig zu nehmen, dass die Beitrittsverhandlungen noch in diesem Jahr gestartet werden. Wir werden unser Bestes tun, das zu gewährleisten. Wir arbeiten an den Lösungen der bilateralen Fragen, aber wir sollen nicht erlauben, dass die Beitrittsverhandlungen durch bilaterale Fragen als Bedingung gestellt werden, insbesondere wenn sie nicht in Konflikt mit den europäischen Werten sind. Zu Hause warten wir nicht. Wir haben eine Agenda verabschiedet. Wir nennen sie Agenda Europa zu Hause. Sie besteht aus konkreten Aktivitäten aus dem ersten Cluster der neuen Methodologie, also Grundlagen. Und wir haben vor, eine gute Reformkondition zu erreichen und damit die Unterstützung der EU zu bekommen. Und das wird ein gemeinsamer Erfolg sein. Liebe Caroline, es war mir ein Vergnügen, dein Gast zu sein, trotz der erschwerten Umstände. Ich werde mich auch bemühen, ein genauso guter Gastgeber für dich zu sein in Skopje für deinen nächsten Besuch. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Dann kommen wir zu Ihren Fragen. Bitte, Herr Thomas Schmidt von der APA. Danke vielmals. Da es Übersetzung gibt, stelle ich die Frage auch in Deutsch. Herr Vizepremier, im Hinblick auf das Veto Bulgariens, gestern hat der mittlerweile zurückgetretene bulgarische Premier verkündet, dass er nicht mehr Premierminister werden will. Glauben Sie, dass es jetzt nach dieser Wahl einfacher wird, dieses Veto aufzuheben? Und inhaltlich sehen Sie die Fragen, die da angesprochen wurden, lösbar? Es sind ja eher kulturell, sprachlich, historische Fragen und weniger substanzielle europäische Fragen. An die Ministerin noch die Frage zu COVAX, weil die EU ja selbst mit Impfstoffknappheit kämpft und die Situation in Nordmazedonien ja, glaube ich, auch nicht so leicht ist. Was soll da Österreich machen? Und ich muss Ihnen noch eine Frage zum Wiederaufbaufonds stellen. Warum hat die Regierung keinen detaillierteren Breakdown von diesen ganzen Mitteln veröffentlicht? Sie haben heute im Morgenjournal zurückgewiesen, dass es da Intransparenz gibt. Man findet nur keine Informationen. Wann wollen Sie das vorlegen? Wann können wir damit rechnen, dass wir wissen, wie die Gelder 3,5 Milliarden auf Bundesländer und etwas detaillierter in den verschiedenen Sektoren verteilt werden? Vielen Dank für Ihre Frage. Ich glaube, unter Berücksichtigung der Bedeutung muss ich besonders aufmerksam
sein bei der Beantwortung. Das Parlament wurde konstituiert in Sofia. Wir brauchen eine strategische Geduld, bis die dortige Regierung gebildet wird. Dass dieser Prozess etwas entgleisen oder die Gefahr bestand, dass es entgleist, ist in keinem Interesse, ist weder im Interesse der unserem Interesse Bulgariens oder der EU. Ich glaube, unsere größten Unterstützer sollen unsere Nachbarn sein. Sie haben das größte Interesse für eine europäische, gut nachbarschaftliche Nordmazedonien. Dafür braucht es aber gegenseitige Respektierung. Das bedeutet, dass die Identitätsfragen für die Mazedonier, die Frage der Sprache, der mazedonischen Sprache, das sind Fragen des mazedonischen Volkes. Wir werden daran arbeiten, wir werden zusammen wachsen. Wir haben nie so viel Zeit auf dem Westbalkan. Die Wahlen in Bulgarien zeigten, dass diese Art von Fragen, es gab eine politische Partei, die besonders fokussiert war auf diese Frage. Die haben es nicht geschafft, ins Parlament zu kommen. Das zeigt, dass manche Gesellschaften auf dem Balkan etwas reifer sind als die politischen Bewegungen, politischen Parteien. Im Interesse der Politik und der Demokratie, diese politischen Kräfte müssen das Interesse ihrer Länder folgen. Bulgarien und Nordmazedonien und die Region, wenn wir weise sind, können wir gemeinsame Erfolge vielleicht in ein paar Monate oder bis Ende des Jahres erzielen. Unser Erfolg ist ein strategischer Imperativ für die EU, für mein Land und für unsere Region. Inhaltlich zwei Sätze nur. Die Staaten können keine Sprachen anerkennen. Die Frage der Sprache ist eine Selbstbestimmungsfrage und das ist eine interne Frage. Es ist nicht im Interesse des Lissabon-Vertrages und die Grundrechte der EU, wenn ein Mitgliedstaat der EU oder nicht Mitgliedstaat der EU, obwohl klein, aber wichtig, im 21. Jahrhundert fragt uns, ob unsere Sprache ist eine Sprache oder keine Sprache. Die mazedonische Sprache war eine Amtssprache in ehemaligen Jugoslawien, ist anerkannt von den Vereinten Nationen und ist unsere Frage, eine Frage für uns. Die Freundschaft muss die Respektierung des anderen beinhalten. Wir werden aber zu diesem Ziel auch kommen. Vielen Dank. Ja, da darf ich zu Ihren Fragen an mich Stellung nehmen. Also zunächst zur COVAX-Fazilität. Es ist so, dass Österreich von Anfang an gesagt hat, dass wir auf keiner Insel sind, nicht in Europa, nicht in Österreich und dass wir auch immer von Anfang an darauf hingewiesen haben, dass wir die Länder des Westbalkans hier nicht vergessen dürfen. Insbesondere der Außenminister hat das auch getan, aber vor allem auch der Bundeskanzler. Und uns kommt es auch darauf an, dass es hier Gerechtigkeit und Chancengleichheit innerhalb der Europäischen Union gibt und dass man speziell auf die Länder des Westbalkans nicht vergisst. Wir haben eines gemacht, wir haben 2,4 Millionen Euro aus den Mitteln der ADA auch für die COVAX-Fazilität hier zur Verfügung gestellt und wir werden auch weiter daran bleiben, dass hier entsprechende Impfdosen auch auf den Westbalkan kommen, denn es geht uns ja darum, dass diese 6 Westbalkanstaaten auch spüren, dass Europa zu ihnen steht, dass eben nicht der Einfluss von anderen globalen Mächten hier sich ausbreitet, wie wir das leider in einigen Ländern dort schon auch sehen und da gilt es dagegen zu steuern. Die zusätzlichen Impfdosen, die im zweiten Quartal jetzt auch zur Verfügung gestellt werden, erleichtern natürlich die Situation erheblich. Und ich gehe davon aus, dass der Herr Vizepremierminister auch mit dem Außenminister Schallenberg im Detail noch über diese Dinge sprechen wird.
Zu Ihrer zweiten Frage zum Aufbau- und Resilienzplan Österreichs, der am Beginn der Woche an die Kommission übermittelt worden ist, informell, um hier auch die Möglichkeit noch zu haben, auf Änderungswünsche der Kommission Rücksicht zu nehmen, ist es so, dass dies ein vorläufiger Plan ist, der aber natürlich schon sehr ausgeklügelt ist und wo wir auf die engen Vorgaben der Kommission Rücksicht genommen haben, wo wir auch einen transparenten Prozess gestartet haben, nämlich Ende Jänner, auch auf der Homepage des Bundeskanzleramts klargemacht haben, welche Säulen es hier zu erfüllen gilt. Und wir haben hier auch über 180 Projekte eingemeldet bekommen, aus der Wissenschaftscommunity, von NGOs, von einzelnen Unternehmen, auf die wir natürlich auch als Impulsgeber Rücksicht genommen haben und gleichzeitig die Vorgaben der Kommission mit mindestens 20% Digitalisierung, 37% gegen den Klimawandel anzukämpfen, Rücksicht genommen haben in einem Maße, das hier übererfüllt. Und ich darf zu der sonst noch geäußerten Kritik auch sagen, dass Österreich nicht säumig ist. Wir sind im Zeitplan und wir werden uns auch jeden Euro hier holen, den wir von der Kommission hier zur Verfügung gestellt bekommen. Die erste Reaktion aus der Kommission kam gestern auch schon, nämlich in der Gestalt des Kommissars Gio Hahn, der gesagt hat, alles, was er bisher hier gesehen hat, ist sehr, sehr positiv. Klarerweise wird man aber der Kommission auch eine entsprechende Zeit einräumen müssen, um diese rund 600 Seiten im Detail zu prüfen. Und sobald hier auch grünes Licht gegeben wird von der Kommission, werden wir natürlich auch entsprechend unter die Menschen bringen, unter die Stakeholder bringen, wie man auf welche Art und Weise das Geld abrufen kann. Denn es soll, und das war immer die Maxime von Österreich, vom Bundeskanzler formuliert, auch in den Verhandlungen und im Gefüge der frugalen 4 plus Finnland, es soll dieses Geld zum Besten für uns alle eingesetzt werden. Herzlichen Dank. Gibt es noch weitere Fragen? Bitte schön. Your Excellency, how do you describe your relations with Austria as far as the EU, Macedonia, North Macedonia is concerned? I'm going to respond in English since the question was put in English to make it easier. Close friends, full of understanding, important. We have really important Austrian companies doing business in North Macedonia. And they're, I think, important both for Austria, but also for us. Full political understanding. And I think partners in doing something historic, which is finally make the region fully European. So as a country that borders our region, one of the member states of the EU bordering the Western Balkans, I think we value greatly the time, the efforts, the interest of Vienna in helping the whole region. So it's, as you can see, quite positive, my description of the relationship. Thank you. Wunderbar. Ich glaube, das war ein wunderbares Schlusswort. Wenn es keine letzte Frage mehr gibt, dann bedanken wir uns sehr herzlich fürs Interesse. Danke Ihnen auch.